Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video möchte ich ein kleines HTML-Beispiel durchspielen und dabei die Erkenntnisse, die wir bislang gesammelt haben, wie man ein Dokument strukturiert aufbaut, zusammenführen. Die Idee ist, dass wir in der nächsten Woche dann zu einer solchen Webseite hier kommen, die offensichtlich schon ein bisschen was an Gestaltung erfahren hat. Heute werden wir uns erst einmal nur um den HTML-Teil davon kümmern, aber noch nicht um die Gestaltung. Es wird also in diesem Video lediglich um die Strukturierung gehen und in der nächsten Woche, wenn wir die Grundlagen der Cascading Style Sheets kennengelernt haben, nutzen wir aus, dass wir bereits ein gut strukturiertes Dokument vor uns haben, um dem dann auch ein angemessenes Layout verpassen zu können. Das Layout soll dann in dieser Art erfolgen, wie wir es hier sehen. Wir wollen eine Überschrift oben über der Seite haben, auf der ein kleines Banner liegt mit einer Art kleinem Untertitel. Auf der Seite selber sollen sich dann einige Buchtipps, in unserem Fall nur drei, befinden. Sprich, in drei einzelnen Beiträgen, drei einzelnen Artikeln sollen die Bücher vorgestellt werden. Unter dem gesamten Dokument soll sich dann noch eine Fußzeile befinden, wie wir das in einem vorhergehenden Video schon einmal kurz gesehen hatten. Wie ich das gerade schon beschrieben habe, haben wir schon ein bisschen was von der Struktur erkannt, die diese Seite besitzt. Das oben ist offenbar so etwas wie ein Header. Das ist der Teil, der oberhalb des eigentlichen Dokuments liegt und nicht so richtig zum Inhalt der Webseite gehört. Er dient vor allem dazu, dass man als Besucher dieser Seite erst einmal einen Überblick bekommt, worum es hier auf dieser Seite überhaupt geht. Darunter haben wir dann den eigentlichen Inhalt der Seite. Das sind diese drei Artikel, in denen jeweils ein Buch besprochen wird. Wir sehen hier also schon wieder Strukturelemente und unten drunter haben wir eine Fußzeile. Genau diese Struktur werden wir gleich in HTML wiederfinden. Und damit machen wir uns jetzt auf in unsere Entwicklungsumgebung und sehen zu, dass wir diese Seite gebastelt bekommen. Wie gesagt, erstmal noch nicht in hübsch, das machen wir dann nächste Woche. Erst einmal geht es nur um die Strukturierung, also rein um den Inhalt, dass dieser vernünftig aufgearbeitet ist. Damit wenden wir uns jetzt unserer Entwicklungsumgebung zu, wo wir das Ganze nun aufbauen wollen. Wir wollen insgesamt zwei Seiten bauen. Wir haben eben auf dem Bildschirm nur eine Seite davon gesehen, nämlich die Startseite. Aber unten an den Kurzbeschreibungen der Bücher steht jeweils weitere Informationen, wo man über einen Link dann natürlich zu weiteren Informationen über das jeweilige Buch kommen können soll. Eine dieser Seiten werden wir auch bauen, aber das gucken wir uns später an. Als allererstes wollen wir nun diese Seite, die wir gerade gesehen haben, in ihrer Struktur erstellen. Wir machen das wie üblich, indem wir uns unsere Vorlage hernehmen, eine Kopie erstellen und diese in Buchtipps umbenennen. Die öffnen wir dann in unserem Editor. Wir geben ihr einen vernünftigen Titel und löschen als allererstes mal diesen Absatz hier heraus. Dann machen wir uns ein wenig Platz, um hier drin jetzt gleich den Inhalt unseres Dokuments zu erstellen. Wir wollen hier zunächst diesen Header oben auf der Seite erzeugen. Oben steht also erst einmal diese Überschrift Haralds Buchtipps und darunter dieser Text. Hier ist eine kleine Liste mit Büchern, die ich euch empfehlen möchte. Das oberste, Haralds Buchtipps, ist offenbar eine Überschrift gewesen. Also fügen wir hier nun eine solche ein, setzen den Text hier hinein und fügen anschließend noch einen Absatz ein, öffnen das und schließen das Tag, wo wir den gewünschten Text hineinschreiben. Dieser Teil ist ja nicht Bestandteil des eigentlichen Inhalts, sondern eher eine Art Header, eine Art Vorspann. Daher wollen wir das genau dann auch hier entsprechend in der Struktur abbilden, indem wir sagen, dies soll ein Header sein. Dann korrigieren wir einmal schnell die Einrückung, indem wir das hier ausschneiden und erneut einfügen. Jetzt können wir uns diese Webseite, soweit wie sie jetzt ist, einmal im Browser angucken, speichern sie, laden sie im Browser und sehen wenig überraschend genau das, was wir gerade geschrieben haben. Darunter sollen nun die einzelnen Bücher beschrieben werden. Dafür können wir die Strukturierungselemente benutzen, die wir in einem vorherigen Video schon kennengelernt haben. Eines davon ist das Strukturierungselement Article. Wir können auch eine Section nehmen, darüber kann man sich jetzt beliebig lange den Kopf zerbrechen oder sich einfach ganz pragmatisch für eines dieser Elemente entscheiden. Wir verwenden hier einfach ein Article-Tag. Und müssen das natürlich auch wieder schließen. Und wir wissen, dass wir drei Stück davon brauchen, denn drei Bücher haben wir in unserem Artikel. Die schreiben wir also jetzt einfach hier hinein. Die Artikel haben noch keinen Inhalt. Daher sehen wir auch, wenn wir das jetzt hier drüben neu laden, keine Veränderung auf der Webseite. Also wenden wir uns jetzt den einzelnen Büchern zu, indem wir Inhalt in die Artikel einfügen. Wir beginnen ganz konventionell mit dem ersten Artikel und schreiben dort eine Überschrift hinein für das erste Buch, das wir haben. Darunter, vielleicht in einer anderen Überschriftsgröße, wir nehmen eine Überschrift zweiter Kategorie, schreiben wir nun den Namen des Autors. Man könnte den Namen des Autors auch als einen Absatz formulieren, aber wir machen das hier einmal als eine Überschrift zweiter Kategorie, habe ich mir überlegt. Hier gibt es kein richtig oder falsch, sondern da ist ganz viel Geschmackssache, außer die Aufgabenstellung legt genau fest, was zu machen ist. Wichtig ist aber, dass man eine vernünftige Struktur anlegt, die man dann auch konsistent durchhält.
Dann brauchen wir natürlich den Text, der die Kurzbeschreibung dieses Buchs enthält. Den setzen wir als einen ganz normalen Absatz, den wir natürlich auch mit einem schließenden P-Tag abschließen müssen. Und dort schreiben wir den Text hinein mit unserer Kurzbeschreibung. Dann brauchen wir noch eine Fußzeile, in der auf die weiteren Informationen verwiesen wird. Diese setze ich in einen Fußabschnitt, also einen Footer, wo der Text weitere Informationen hineinkommt. Das können wir jetzt im Browser wieder laden und dann sehen wir die Beschreibung des Buchs und hier unten den Text weitere Informationen, der aber natürlich noch kein Link ist. Dafür müssen wir also jetzt sorgen, dass wir hieraus einen Link machen. Dafür müssen wir ein A-Tag vergeben, ahref gleich und dann in Anführungszeichen müssen wir dort hineinschreiben, wohin verwiesen werden soll. Das schließende A-Tag nicht vergessen. Und hier geben wir jetzt den Namen der Datei an, auf die verwiesen werden soll. Dafür müssen wir gleich noch eine zweite Seite bauen und diese Seite möchte ich gleich nennen Whale Rider, also genau wie das Buch heißt, .html und das schreiben wir genauso hier hinein. Das ist also das Ziel und das geben wir als Wert für das href-Attribut hier an. Wir laden die Seite hier drüben erneut und sehen, dass es hier jetzt einen Link gibt, der aber natürlich noch nicht auf eine gültige Datei führt. Damit sind wir fast fertig. Ich möchte allerdings, dass zu jedem Buch auch das Cover angezeigt wird. Wir wollen also ein Bild in den Artikel einfügen. Ich hätte das gerne direkt am Anfang des Artikels stehen. Wir werden das später noch hübsch positionieren, aber das machen wir erst in der nächsten Woche. Wie binden wir ein Bild ein? Das geht mit dem Image-Element. Wir schreiben also das entsprechende Tag, geben dazu mit dem SRC-Attribut an, wo das Bild liegt. Jetzt müssen wir erst einmal überlegen, wie wir das organisieren. Ich benutze unseren Unterordner Bilder, den wir schon angelegt haben, und lege in diesen Ordner gleich noch ein Bild hinein, das ich genauso benenne wie das Buch, also Whale Rider, aber nun mit der Endung JPG, da es sich um ein JPEG-Bild dabei handelt. Wir schreiben das also jetzt zwischen die Anführungszeichen, zunächst den Ordnernamen und dann den Namen der Datei. Und geben dann anschließend mit dem Alt-Tag an, welcher Text angezeigt werden soll, wenn das Bild nicht gefunden wird. Damit ist das erste Buch auch schon erledigt und wir können uns das jetzt im Browser angucken. Das Bild wird jetzt natürlich noch nicht angezeigt, da wir es ja noch nicht an die richtige Stelle gelegt haben. Daher wird anstelle des Bildes der Alttext angezeigt. Wir sehen aber, wie eben schon, die Überschrift mit dem Titel des Buchs, die Überschrift zweiter Kategorie mit dem Namen des Autors, die Kurzbeschreibung des Inhalts, schließlich noch den Link weitere Informationen, der natürlich auch noch nirgendwo hinführt, weil wir die Seite WellRider.html ja noch gar nicht erstellt haben. Jetzt wollen wir dafür sorgen, dass das Bild erscheint. Ich habe das mal wieder vorbereitet und kopiere das Bild aus einem anderen Ordner auf meiner Festplatte in unseren Ordner Bilder hinein. Ich mache das auch gleich noch für die beiden anderen Bücher, damit wir das gleich nicht noch nachholen müssen. Dann haben wir also alle unsere Coverbilder hier schon beisammen und können jetzt das Ganze uns noch einmal angucken. Wir laden die Seite hier drüben noch einmal erneut und sehen, dass das Cover jetzt angezeigt wird. Wie gesagt, schön ist das noch nicht, aber darum kümmern wir uns im Moment noch nicht. Nun machen wir das ganz analog wie für das erste Buch auch für die anderen Bücher. Faul wie ich bin, nehme ich einfach den Quelltext von hier oben mit dem Bild und den beiden Überschriften, denn das werden wir ja ganz ähnlich jetzt für alle weiteren Bücher auch machen und kopiere mir das schon einmal hier für das zweite Buch hinein. Das müssen wir jetzt natürlich anpassen. Unser Buch heißt Unter dem Tagmond. Die Bilddatei dazu heißt Tagmond, wie wir sehen, wenn wir hier in den Bilderordner hineingucken. Entsprechend korrigieren wir auch das Alt-Tag an dieser Stelle. Wir korrigieren den Titel und den Namen der Autorin. Jetzt benötigen wir wieder einen Absatz, in den wir die Kurzbeschreibung unseres Buches hineinschreiben. Auch den habe ich natürlich wieder vorbereitet. Darunter möchte ich dann wieder eine Fußzeile haben. Auch die kopiere ich mir wieder ganz bequem von hier oben. Das Ziel des Verweises muss angepasst werden. Und hier möchte ich jetzt nicht noch eine weitere Seite anlegen, sondern verweise ganz bequem auf einen Wikipedia-Artikel, der eine Beschreibung dieses Buches enthält. Da spare ich mir also jetzt ein bisschen Arbeit für später. Dann können wir die Datei wieder speichern, können sie hier drüben neu laden. Und sehen jetzt, dass hier das zweite Buch angezeigt wird. Jetzt folgt noch der dritte Artikel. Wir gehen dabei wieder genauso vor wie eben. Wir kopieren uns also wieder zunächst einmal diesen ersten Teil, passen den Dateinamen des Bildes und den Alt-Text an. Wir passen den Titel an und den Namen des Autors. Dann folgt wieder ein Absatz, in dem wir die Kurzbeschreibung unseres Buches schreiben. Bevor wir dann schließlich wieder einen Footer anfügen, der den Verweis zu weiteren Informationen wieder in der Wikipedia enthält. Gucken wir uns die Webseite noch einmal an, indem wir sie speichern, die Datei,
im Browser neu laden und dann sehen wir hier alle unsere drei Bücher und natürlich führen unsere Links hier auch schon zu Zielen in der Wikipedia, das ist soweit okay. Aber für das erste Buch müssen wir natürlich noch die Seite erstellen, das haben wir ja noch nicht getan. Das ist also das Einzige, was uns nur noch fehlt. Wir hatten das hier oben so angelegt, dass die Datei im selben Ordner liegen soll. Whalerider.html ist kein Pfad davor, also muss die Datei im selben Ordner liegen wie unsere Seite mit den Buchtipps. Wir erstellen also hier eine neue Datei, indem wir wieder unsere Vorlage kopieren und benennen diese nun genauso, wie wir das links in dem Link schon getan haben, also wie wir das hier auch getan haben. Und sollten dabei immer die Groß- und Kleinschreibung beachten. Das ist meistens nicht wirklich wichtig, aber manchmal führt das schon zu Problemen. Deshalb sollten wir uns das so angewöhnen. Also Whalerider genauso wie links mit dem großen W und dem großen R. Keine Leerzeichen oder irgend so etwas da drin. Sollten wir also genauso machen, wie wir das da links geschrieben haben. Diese Datei öffnen wir jetzt in unserem Editor, um dort nun die ausführliche Buchbeschreibung anzugeben. Wir geben sinnvollerweise als Titel den Titel des Buches an. Und fügen auch eine entsprechende Überschrift hier ein und anschließend den eigentlichen Text. Auch der Text wird noch einmal eine gewisse Struktur haben. Und zwar haben wir zunächst einmal eine kurze Einleitung, in der es eine Inhaltsübersicht über das Buch gibt. Im Folgenden werden dann noch die Handlung und weitere Dinge beschrieben. Auch dieser Text ist übrigens aus der Wikipedia geklaut und es ist tatsächlich ein Text über den Film, nicht über das Buch, aber das soll uns an dieser Stelle nicht weiter stören. Weil sich dieser weitere Text wieder in unterschiedliche Abschnitte gliedert, möchte ich auch das wieder in einer HTML-Struktur widerspiegeln. Dazu verwende ich diesmal nicht das Article-Element, sondern das Section-Element. Wir legen also eine erste Section an, die eine Überschrift enthält, sodass der Leser weiß, dass hier die Handlung beschrieben wird. Und dann kommen mehrere Absätze hierhin, die diese Handlung nun beschreiben. Das ist eine ganze Menge Text, 4 Absätze haben wir hier insgesamt. Und hier unten endet dann die Section. Eine Section alleine ergibt nicht viel Sinn, also erstellen wir eine weitere Section, die sinnvollerweise wieder eine Überschrift bekommt. Und in diese Section sollen jetzt 2 Textabsätze eingefügt werden, also nicht ganz so viel Text, wie wir eben hatten. Das soll es dann auch schon an Text für diese Seite gewesen sein. Abschließen möchte ich die Seite noch mit einem Footer, so wie wir das auch von der vorherigen Seite, beziehungsweise wie wir das da bei den Artikeln gesehen haben. Hier soll die ganze Seite mit einem Footer abgeschlossen werden. Indem ich eine Quellenangabe vornehmen möchte, damit die Leser wissen, dass der Text nicht von mir stammt und dass er sich auf den Film und nicht auf das Buch bezieht. Durch die Einrückungen, die wir in dem HTML-Quelltext vorgenommen haben, bleibt die Struktur hier einigermaßen übersichtlich. Ich würde euch empfehlen, das ganz ähnlich zu machen, wie ich das hier auch gemacht habe. Damit haben wir diese Seite komplett erstellt und wenn wir die jetzt noch einmal im Browser neu laden, hier drüben die Seite, die wir hier hatten, ändert sich natürlich gar nichts. Aber wenn wir jetzt hier auf weitere Informationen klicken, dann gelangen wir auf die Seite mit der ausführlichen Beschreibung dieses Buchs Whalerider mit unserem Footer unten drunter. Jetzt können wir einmal vergleichen. Das ist der Stand, den wir jetzt haben. Und das ist unser Ziel, wo wir noch hinwollen. Wir sehen also, da liegt noch ein bisschen was an Arbeit vor uns. Aber man erkennt schon, hier befindet sich tatsächlich der Text auf der Seite, die Titel der Bücher, die Autoren sind jeweils genannt, die Cover werden in einheitlicher Größe oben links in der Ecke jeder Buchbesprechung angezeigt, dazu dann der eigentliche Text mit den Beschreibungen unserer Bücher und unter jedem der Verweis auf weitere Informationen. Ganz unten dann schließlich noch diese Fußzeile. Alles das ist also da, aber natürlich in einer ganz anderen Form. Wie wir das also nun in Form bringen können, werden wir uns in der nächsten Woche angucken. Dazu müssen wir erst einmal Cascading Style Sheets kennenlernen. Die Struktur unserer Dokumente ist aber schon mal so gut vorbereitet, dass wir das dann recht einfach hinbekommen. Auch das wird noch ein bisschen Arbeit sein, aber insgesamt wird es doch recht einfach möglich sein, ein vernünftiges Layout zu erstellen, weil wir hier eine saubere Vorstrukturierung vorgenommen haben. Und diese ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir in Zukunft solche Seiten gestalten können. Das soll dann auch das kleine HTML-Beispiel gewesen sein. Damit haben wir jetzt also kennengelernt, wie wir die einzelnen HTML-Elemente im Kontext miteinander verwenden, sodass sie miteinander zusammenspielen und wir komplette Webseiten damit strukturieren können. Gestalten, wie gesagt, ist noch einmal eine Angelegenheit für sich, aber wir können sie zumindest schon einmal strukturieren. Damit soll es das auch für dieses Video gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Video.